Hallo, 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 weiter geht's mit Assassin's Creed. Willkommen dazu zurück, nachdem wir einfach mal beim letzten Part den alten elendigen Neger in die Ecke geklatscht haben. Alter, haben wir ihn vernichtet. Ich zeige euch ihn dir eben nochmal. Moment, wenn ich runterspringe. Der hat sich alles gebrochen und ist dabei noch verreckt. Oh Gottes Willen, es tut mir leid. Guck mal, wie er guckt. Ich habe ihn geplündert, ne? Ja, komplett geplündert. Tut mir leid. Es tut mir leid, was ich dir angetan habe, aber es tat sicherlich weh. So, sollen wir zurück zu den Kollegen? Er hat nämlich unseren Freund beraubt, deswegen gehen wir zurück. Gehen wir über die Dächer, natürlich. Als richtiger Babo gehen wir über die Dächer. So, was macht der denn oben auf dem Dach? Okay. Was war das jetzt? Die kloppen sich da. Da ist eine Schlägerei. Ich muss zu den Kollegen gehen, von daher interessiert mich das nicht. Naja, wenn ich mich einmische, ich sehe schon kommen, dann gibt es wieder Ärger für mich. Das sind Piraten. Alle auf ein. Scheißegal, Mann. Oh, da ist er doch. Da hinten ist er. Lang. Da steht er. Da ist er doch. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Der Knilch? Wir sind am Ziel. Der tote Knilch. Ewig gesoffen, Mann. Holy Scheiße, weg. Lass dir Zeit, ich warte hier. Okay. Was denn, ein Waliser? Hier mitten im Kanakenland? So, sorry, da hat sich gerade irgendwie mein Spiel minimiert. Ich weiß leider nicht warum. Deswegen gehen wir zurück. Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspott wie dich unter seiner Flagge. Hey, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich habe ihn gewarnt. Er gibt ihn erstmal einen Haken. Jetzt geht's los, Leute. Lasst mich spielen, lasst mich spielen. Ich werde sie alle töten. Jawoll. Los geht's. Du willst deine Abreibung? Ich geb dir eine. Alter Schwede. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. Ach, mit E werfe ich ihn noch, okay? Warum schlägt er jetzt nicht? Irgendwie schlägt er gerade nicht, okay. Kann ich nur kontern jetzt hier, oder was? Moment mal eben. Aua, gibt der mir einen rechten Haken. Ich kann irgendwie gerade nicht zuschlagen, was mich gerade irgendwie ankotzt. Aber ich kann ihn werfen, okay. Ich kann scheinbar nur kontern. Ich kann nicht mehr schlagen. Okay, nicht mehr schlagen. Ob das so geplant ist, dass ich mich nicht schlagen kann? Na, ich kann nur kontern. Niederschlagen, sehr schön. Wie abgeht. Das kann ich wieder schlagen, alles klar. Jetzt bin ich in Rage Mode. Oh, Gimmick gebrochen. What the fuck? Er will mir einen Haken geben, Alter. Er will mir einen Haken geben. Aber ich gebe ihn eine. Jawohl, im Jump. Ihr lasst mich doch nicht allein. Ich hol dich ein. Perro Inglés. Okay. Rauchbomben. Die Musik. Ich muss aber eben nachschauen, ob die Aufnahme noch läuft. Kleinen Moment, weil ich gerade ein paar Probleme habe hier mit der Aufnahme. Kleinen Moment. Jawohl, die Aufnahme läuft noch. Alles im grünen Bereich, wie es aussieht. Also können wir nachschauen. Okay. Rauchbomben. Wählen Sie die Rauchbomben mit 6 aus und drücken Sie F, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihren Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sehr interessant. 6 und dann F. 6. Und tschüss. Hauen wir mal ab. Den Taschen... okay. Rammen mit Hilfe der Rauchbomben entkommen. Mach ich gerade. Oh, holy moly. Wo muss ich denn hin? Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Ach, du heilige Scheiße. Ich geh mal hier oben lang. Das glaube ich ziemlich besser. Übers Dach ist immer gut. Hier hoch. Und ich geh den Kopf gegen die Wand. Abhauen.
Da ist die Katze. Komme ich rüber mit einem gezielten Sprung? Natürlich. Hab hier hoch, sehr schön. Alter, diese Grafik mit den ganzen Dächern. Alter Schwede. Das sieht bombenmäßig aus. Mission beendet. Jawohl. Änderung 01. Havanna, wie es leibt und lebt. Optimale Ziele. Den Taschendieb rammen. Rammen? Okay, mit Hilfe von Rauchbomben kommen habe ich. Ich sollte ihn rammen. Ich habe ihn weggetreten. Der ist verreckt. Egal. Details ansehen. Egal. Animus Datenbank wurde geladen. Havanna. Aussichtspunkte 1 von 8. Okay. Truhen und so weiter ist sehr schön. Nebenaktivität. Kurier. Den Kurier fangen und plündern. Hey. Aua. Also jetzt reicht's mir hier. Also so okay, dass er wohl nicht gesehen. Dass er hier sowas macht. So, mein Freund. Also jetzt gibt's erstmal hier... Ist er tot? Okay, jetzt ist er tot. Plündern? Bombe werfen? Nein, ich will ihn plündern. Kann ich plündern? Körper tragen? Erplündern. 13. Okay, wir haben Nebenaktivitäten. Das ist schon mal sehr schön. Mit diesen Nebenaktivitäten können wir auf jeden Fall sehr viel anrichten, beziehungsweise unseren Status oder unsere Aktivität, beziehungsweise unsere Prozentzahl nach oben füllen. Ich muss ja gucken, habe ich eine Karte mit M? Nein, M habe ich scheinbar keine Karte. Gibt es denn irgendwo eine Karte? Ich muss mich umschauen, wie gesagt, das ist eine der ersten Assassin's Creed-Teile, die ich spiele. Es tut mir leid. Was haben wir denn hier? Ah, okay, hier haben wir eine Karte. Sehr schön, wo sind wir denn hier? Hier haben wir, okay, den Punkt, das sind wir. Hier haben wir wieder ein Skript und alle Symbole F1. Okay, Geschäfte, Missionen. Gehen wir auf die Mission. Die Mission haben wir hier. Okay, die weißen sind die Mission, alles klar. Dann sehe ich schon mal auf der Map, dass da unten, wo der Totenkopf ist, ist scheinbar eine Mission. Das ist schon mal sehr gut. Wir wissen auch, dass, werden wir jetzt verfolgt von denen? Wir haben nämlich so ein komisches Ausrufezeichen auf der Karte. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Was das bedeutet, wir werden gejagt, ich weiß es nicht. Wir gehen mal zu dem Totenkopf. Das ist die Hauptmission oder die Nebenmission? Ich gehe da einfach trotzdem hin, ist mir jetzt scheißegal. So, gehen wir mal hier lang, hier sieht uns eh keiner. Weißt du, wer guckt schon auf die Dächer, wenn er noch hier einfach lang geht durch die Straßen? Also ich würde es nicht machen. Oh, der scheint mal unten. Nicht oben. Immer ab nach unten. So, hier runter. Dann gehen wir hier runter. Sehr schön. Und hier, können wir es machen. Okay, Assassinenauftrag. Der spanische Kommandant, was man so nicht so gut lesen kann. Auftrag annehmen. Was haben wir denn hier? Belohnung 1000 eher. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen, 500 eher. Mit dem Blablabla von Havanna wurde ein... Okay, den töten wir, oder? Ja, das ist unser Ziel. Also ich denke mal, unser Ziel ist, ihn zu töten. Also töten wir ihn doch. Ja, einfach so im Vogelnest ist einfach mal sowas drin. Natürlich. Wo denn sonst? Wo denn sonst, meine jungen Damen und Herren, die gerade zuschauen? Da ist unser Attentatziel. Sehr schön. Markierung setzen. Okay, markiert. Können reinzoomen. Schwenken. Zoomen. Unser Ziel. Wir werden, wenn wir nicht entdeckt werden, bekommen wir mehr. Das ist schon mal gut. Ob ich das schaffe, ich weiß nicht. So, das ist sogar eine Nebenaktivität. Sehr schön. Dann versuchen wir die mit. Was? Drücken Sie V, um das Adlauge zu aktivieren. Sehr geil. Sehr geil. Also, boah, Alter. Grafisch, meine Fresse. Da kriegst du fast einen Orgasmus. Das ist ja richtig Bombe hier. So, parkourmäßig gehen wir jetzt auch mal hier lang. Was? Das Ziel ist geflohen. Kommen Sie später zurück? Was? Da stand gerade, das Ziel ist geflohen. Moment. Ist das Ziel jetzt weg oder was? Ach, wir waren genau an der Stelle, wo es war, oder wie? Habe ich es jetzt total verkackt oder was? Das Ziel ist geflohen. Wo war es denn? Ich dachte, ich müsste da erst hinlaufen. Ich bin leicht überfragt, Entschuldigung. Da hinten ist das Ziel. Aussichtspunkt. Das Ziel ist weg. Ist die Mission jetzt auch vorbei? Aber ich habe sie jetzt verkackt. Kann ich die Mission irgendwo aufrufen? Das ist die Frage. Q. Wie Questlog? Nein. Ja. Ja, unser Ziel ist soeben verschwunden. Ich
kann ja mal mein Adlerauge auspacken, aber scheinbar sehen wir das Ziel nicht. Ich dachte, tut mir leid, ich dachte, wir müssen da jetzt hinlaufen. Das ist genau neben uns, das wusste ich nicht. Okay, das sind Gegner. Ist das unser Ziel? Das ist ein Baum. Warum wird der Baum so komisch angezeigt? Das ist kein Baum, das sind Schlampen. Aha, da bin ich unsichtbar. Unter dem bin ich echt unsichtbar. What the fuck? Hm, zeig mir, was du hast, Baby. Yeah, zeig mir, was du hast. Zeig mir deine Belohnung. Sehr schön. Wir können also jetzt ganz viele Sachen hier synchronisieren. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit dieser Mission zu tun hat. Ob die jetzt einfach weg ist oder so. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier, was ist hier oben, gemischt Warenhändler, dann haben wir hier, irgendwas hier, Aussichtspunkt, gemischt Waren, haben wir denn jetzt noch Missionen hier? Moment, da waren Nebenaktivitäten, haben wir hier, Hauptmission, eigene Markierung, die kann ich eigentlich entfernen, geht das weg hier, Markierung entfernen, denn das, jetzt müssen wir die Hauptmission machen scheinbar, weil die andere Mission habe ich verkackt, weil die ist einfach weg. Hier können wir was kaufen. Und hier sind halt die Missionen. Also würde ich mal sagen, begeben wir uns zur Hauptmission. Denn ich habe es verkackt. Entschuldigung. Wie gesagt, das ist ich war zu blöd. Entschuldigung. Renne ich zur Hauptmission. Und dann gucken wir mal, ob da was abgeht. Alter, die Grafik. Boah, ich sag's immer wieder. Entschuldigung, aber die ist sehr, sehr gut. Die gefällt mir. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Haben wir sowas wie Ausdauer? Scheinbar nicht. Da kommen wir hoch. Komm, da haben wir den epischen Sprung schon wieder. Ich sehe es doch. Komm, los. Zack. 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 Ich sehe keine Hindernisse in diesem Spiel. Ich sehe keine. Ich suche sie, aber ich sehe sie nicht. Sehr schön, hier hoch. Hier rüberlaufen. Was will der denn von uns? Warum greift er uns an? Hat ihm nichts getan. Aua. So. Ich habe dir nichts getan und der greift mich einfach an. Das finde ich nicht so schön. Kann ich da reinspringen? Sehr schön. Wir töten einfach irgendwelche Leute und kein Interessiertes. Sehr interessant. So, nochmal weiter hier. Da ist die Hauptmission. Und mein Zucker. Gott, wir sehen gerade nicht ganz so, so schön aus. Wir haben doch ein bisschen was in die Fresse bekommen. Egal, an dieser Stelle würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.